progressive Muskelentspannung und differenzielle Entspannung. Wenn euch das Thema interessiert und ihr wissen wollt, warum uns das beim Bogenschießen sehr gute Dienste leisten kann, dann bleibt's dran. Herzlich willkommen bei Intuitive Bogenschießen Coaching. Heute geht es ums Thema progressive Muskelentspannung bzw. in weiterer Folge differenzielle Muskelentspannung. Die progressive Muskelentspannung, der Name sagt schon, ist eine Entspannungsmethode, die ist 1900 irgendwann vom Edmund Jacobson, war ein US-amerikanischer Arzt, entwickelt worden. Und diese Entspannungsmethode basiert eben darauf, dass Muskelgruppen einzeln angespannt und dann wieder entspannt werden. Und die Aufmerksamkeit richtet sich dabei natürlich immer auf diesen Vorgang von Anspannung zu Entspannung. Ihr könnt das kurz einmal ausprobieren. Ihr macht jetzt einfach, ballt die Hand zu einer Faust und jetzt dann, sagen wir mal, zählen wir bis 5, wirklich fest anspannen. 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt bewusst die Hand entspannen, alles locker lassen, Finger locker lassen, wirklich dieser Entspannung nachfühlen, schauen, wie sich alles entspannt. Und das ist eben dieses Grundprinzip von der progressiven Muskelentspannung, wird eben dann mit, in der ursprünglichen Fassung waren es 30 Muskelgruppen, ist dann im Laufe der Zeit verkürzt worden auf meistens heutzutage 16 Muskelgruppen, die eben nacheinander immer angespannt und dann bewusst entspannt werden. Grundprämisse dabei ist eben, dass die Anspannungsphase kurz gehalten wird und die Entspannungsphase länger dauert als die Anspannungsphase. Also so Hausnummer eben, wie es jetzt war, 5 Sekunden, vielleicht auch mit 10 Sekunden, das habe ich schon relativ lange, anspannen und dann so mindestens die doppelte bis vierfache Zeit entspannen. So, jetzt ist die Frage, was bringt uns das Ganze fürs Bogenschießen? Einerseits ist es natürlich so, wenn wir regelmäßig irgendwelche Entspannungstechniken praktizieren, hilft uns das dabei, unser Aktivierungsniveau besser zu halten. Aktivierungsniveau, Begriff habe ich schon ein Video dazu gemacht, ich verlinke es euch irgendwo. Und regelmäßig praktizierte Entspannung ist eben eine Möglichkeit, wie ich mir da ein bisschen helfen kann, dass ich mit meinem Aktivierungsniveau auf einem bestimmten Level bleibe. Und gerade so also die progressive Muskelentspannung, dadurch, dass sie halt wirklich auf der physischen Ebene arbeitet, bietet sich da als relativ einfache Entspannungsmethode sehr gut an. Also ich muss nicht irgendwie meditieren oder nicht wie beim autogenen Training mit Suggestionen arbeiten, sondern es ist wirklich ein physischer Vorgang und ich kann eben diesen Wechsel von An- zu Entspannung bewusst erleben. Und das Ganze ist relativ leicht zum Lernen. Und ich kann das dann auch anwenden in Stresssituationen, dass ich mir ein bisschen runterhole. Wichtig, muss man immer wieder dazu sagen, so Entspannungstechniken sind nicht dazu da, dass ich mir jetzt dann quasi jederzeit auf Knopfdruck von 100 auf 0 runterholen kann. Aber wenn sie eben regelmäßig praktiziert werden, wie gesagt, sinkt das allgemeine Stresslevel, die Stressanfälligkeit und ich tue mir leichter, dass das Ganze nicht zumindest immer aufs höchste Niveau geht, sondern ein bisschen unten bleibt. So, jetzt hat aber die progressive Muskelentspannung noch einen weiteren großen Vorteil fürs Bogenschießen, nämlich der, dass ich dabei ja immer einzelne Muskelgruppen an- und entspanne und dadurch ein gutes Gefühl für meine Muskulatur, für diese ganzen Entspannungsverhältnisse entwickle. Und das ist beim Bogenschießen natürlich deshalb wichtig, weil halt Bogenschießen in erster Linie ein Fühlsport ist, ein Wahrnehmungssport ist und je besser ich meinen Körper spüre, desto besser funktioniert das Bogenschießen prinzipiell. Also das ist ein großer Pluspunkt von der progressiven Muskelentspannung gegenüber anderen Entspannungsmethoden, dass gleichzeitig mein Körpergefühl dadurch sehr gut geschult wird. Also ist nicht so, dass es andere Entspannungsmethoden nicht auch schulen würden, aber bei der progressiven Muskelentspannung habe ich eben diesen direkten Zugang durch das An- und Entspannen von den einzelnen Muskelgruppen. So, und weiter ist jetzt dann die progressive Muskelentspannung, Ausgangslage für eben differenzielle
Muskelentspannung bzw. differenzielle Muskelanspannung. Was meint das? Das meint, dass immer nur genau die Muskeln für Tätigkeit angespannt werden, die ja wirklich notwendig sind für diese Tätigkeit, und diese Muskeln eben auch nur in genau der richtigen Intensität für diese Tätigkeit angespannt werden. Und ihr kennt das vielleicht gerade beim Bogenschießen oder so, oder bei Anfängern sieht man es recht häufig, wenn jetzt zum Beispiel dazu neigen, den Bogen fester zu halten als notwendig, dann verspannt sich zuerst einmal die Hand und das wandert dann weiter und der Unterarm ist angespannt und diese ganzen Geschichten, oder die Gesamthaltung ist verkrampft. Gerade beim Bogenschießen ist es eben so, dass sehr oft wesentlich mehr Muskeln wesentlich stärker angespannt sind als notwendig. Und wenn ich jetzt eben progressive Muskelentspannung übe und mich dann nachher beim Bogenschießen natürlich auch immer wirklich auf den Bewegungsablauf fokussiere, schauen, dass ich den achtsam wahrnehme, hilft mir das dabei, halt wirklich nur die Muskelgruppen anzuspannen, zum Betätigen, die ich wirklich brauche, beim Körper zum Bleiben, zum Schauen, okay, was kann ich noch entspannen, wo brauche ich vielleicht ein bisschen mehr und wo brauche ich vielleicht ein bisschen weniger Anspannung. Das meint einfach differenzielle Entspannung. Und Voraussetzung dafür oder eine gute Ausgangslage dafür ist eben diese progressive Muskelentspannung, weil sie dieses Körpergefühl fördert. So, jetzt stellt sich nur mal die Frage, wie lernen Sie ja die progressive Muskelentspannung, wie funktioniert das? Prinzipiell ist es eben eine sehr einfache Methode, es ist eben auch dazu konzipiert, dass Menschen das eben selbst anwenden können. Und wird eben vermittelt, entweder direkt im direkten Kontakt mit irgendwelchen Entspannungs- oder Mentaltrainer, die einem das halt beibringen, oder man lest irgendwo, wie es funktioniert und probiert es aus, oder, und das würde ich euch empfehlen, ihr checkt euch irgendwo so eine Audioanleitung, die spielt sich dann einfach ab und wird durch diesen Prozess durchgeführt. Und wenn ihr einige Male nach dieser Audioanleitung geübt habt, merkt ihr euch eh, wie das abläuft, was genau diese einzelnen Muskelgruppen sind, und kennt es dann natürlich und sollt es natürlich auch selbstständig ohne diese Unterstützung üben. Wie glaube ich vorher schon gesagt, in der Ursprungsversion waren es eben 30 Muskelgruppen, mit denen was gearbeitet worden ist. Heutzutage sind es eben meistens 16 Muskelgruppen. Und es ist dann so, wenn man das ein bisschen geübt hat, lassen sich einzelne Muskelgruppen natürlich auch zusammenfassen. Das heißt, da werden dann halt nur 4 zusammengefasste Muskelgruppen zum Beispiel angespannt und dann ist man quasi schon nachher als Ganzer entspannt. Es empfiehlt sich aber immer zuerst wirklich, das mit den 16 Muskelgruppen zu üben, nachher auch immer wieder eben mit 16 Muskelgruppen, oder wenn man drauf kommt, oder da ist ein Muskel, der vielleicht nicht genug berücksichtigt worden ist, den hinzuzufügen, weil man dann eben mehr Gefühl für die Muskulatur entwickelt, eben Stichwort differenzielle Muskelanentspannung. Das ist ja was, wo man jetzt dann nicht allzu viel Zeit dafür aufwenden muss. Es dauert so mit den 16 Muskelgruppen, je nachdem wie lange man es jetzt macht, 20 bis 30 Minuten ungefähr, aber wie gesagt, im Laufe der Zeit mit den zusammengefassten Muskelgruppen kann man das natürlich auch beschleunigen. Man kann das zum Beispiel sehr gut machen im Bett vorm Einschlafen, dass man sagt, okay, man macht mal einmal die progressive Muskelentspannung durch. Man kann es also zwischendurch immer wieder, zum Beispiel, wenn man im Büro sitzt, sich vielleicht 1-2 Minuten Zeit nehmen und mit einzelnen Muskelgruppen üben. Also es lässt sich relativ gut in den Alltag integrieren. Man muss sich nicht immer wirklich eine halbe Stunde von allem zurückziehen, sondern kann das auch in relativ viele Alltagssituationen, zumindest partiell, immer wieder durchführen. Links zu Büchern, Videos etc. zu dem Thema habe ich euch wieder in die Videobeschreibung bzw. im ersten Kommentar gepackt. Und wie gesagt, ich empfehle euch das, befasst euch ein bisschen mit der progressiven Muskelentspannung, übst das ein bisschen. Ihr werdet sehen, dass euch ein Bogenschießen sehr davon profitiert. Und nicht nur euch ein Bogenschießen, sondern dass ihr halt nachher wirklich auch im Alltag ein bisschen entspannter seid und das euch hilft, nicht so stressanfällig zu sein. In diesem Sinne, alle ins Gold, alle ins Blatt. Pfiat euch, macht es gut. Bis bald.